Ja, wer kennt es nicht? Da bist du mit dem Fahrrad einkaufen, hast die Satteltaschen links und rechts hast du voll, obendrauf auf dem Gepäckträger hast du noch ein Sixpack. Ja, und was passt nicht rein? Das Toastbrot. Jedes Mal dasselbe. Toastbrot dann unterm Arm und dann fährst du durch die Gegend. Ey, wie doof ist das? Dass das dumme Toastbrot da nicht mehr reinpasst. Also, was muss da her? Klar. Ja. Ein Fahrradanhänger. Ja. Und wie ich den zusammenbaue, bleibt dran. Ja, die genaue Typenbezeichnung steht da natürlich nicht drauf. Die habe ich mir hier mit dem Kuli aufgeschrieben. Und zwar ist das der Tiggo versus Cargo 2, nennt sich das Ganze. Jo, und ich habe es auch schon ausgepackt. Und damit herzlich willkommen aus meiner Küche, Freizeitraum, Allzweckraum. Ich mache hier so gut wie alles. Bei Maises Welt herzlich willkommen. Und ja, also wie eingangs schon erwähnt, ich fahre wieder Fahrrad. 7 Jahre stand mein Fahrrad jetzt im Keller und fast nagelneu. Und ja, ich wollte eigentlich schon immer mit dem Auto eigentlich hinten oder oben drauf, ein Dachgepäckträger, Fahrrad drauf und dann irgendwo hinfahren und dann mal eine Tour drehen. Ja, wie das so ist, Leute. Ne? Ich gebe es zu, ich bin da ein bisschen faul. Fahrrad stand jetzt 7 Jahre im Keller. Mein Auto gebe ich jetzt ab, wohl kaputt. Lohnt sich nicht mehr. Und also Fahrrad raus und wie eingangs nochmal erwähnt, ich war einkaufen. Links voll, rechts voll. Okay, Toastbrot passt da auch nicht rein, aber da passt da noch mehr nicht rein. Und deswegen kam ich dann auf die Idee, diesen Anhänger zu kaufen. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, 2, 3 Tage und bin dann zu dem Ergebnis gekommen, der ist genau richtig. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das Ganze schon mal ausgepackt. Das war alles schön in dem Anhänger selber mit eingepackt. Den kann man ja später so zuklappen. Zeige ich euch gleich. So, wir haben auf jeden Fall hier so ein Fähnchen. Ich guck mal eben, auch mal hier. Jo, ne? Ja. Fähnchenstange. Dann haben wir hier die Deichsel. So sieht das Ganze aus. Ja, wo sind wir? Da sind wir. Genau, das kommt dann später an die Kupplung vom Fahrrad. Irgendwann hier schön gebogen und das Teil kommt nachher. Na, sieht man den Knopf? Ja, ne? Wird mit dem Knopf festgemacht und dann hier in dem Loch kommt dann noch ein Sicherungsstift. So, wenn es regnet oder ihr habt da ganz geheimnisvolle Sachen drin. Machen wir mal die große Kamera. Ihr habt da geheimnisvolle Sachen drin, die keiner sehen soll. Dann kann man das Ganze auch noch mal zudecken. Das passt mit Sicherheit komplett oben drauf. Hat hier Klettverschluss. Ne, 2 Stück. Ja, wie das nachher im Endeffekt aussieht, ich lasse mich wie immer überraschen. So, dann haben wir auch die 2 Räder hier. Ich schalte nochmal um. Dann macht das hier so ein Palaver. So. Ja, 16 Zoll sollen die sein. Ne, davon gibt es halt 2 Stück. Ich habe jetzt bezahlt. Bist du ruhig? Ich habe jetzt bezahlt 129 und ein paar gequetscht, also 130 Euro. Und bei dem Preis kann man doch eigentlich 2 so Katzenaugen pro Rad, ne? Ihr wisst, was ich meine. Erwarten. Erwarten. Boah, Bindungsschwierigkeiten kennt ihr von mir. So, dann habe ich hier, ich schalte nochmal um. Die kommen irgendwie ans oder vors Rad, damit man da so einen leichten Schutz hat. Kantenschutz oder ich weiß es nicht. Irgendwie kommt das vor das Rad, damit da keiner drunter kommt oder was. Ich weiß es nicht. Dann haben wir hier nochmal die 2. Ja, komm, einer reicht auch. Für die Radaufhängung. Ne, da mit einer Schraube. Und da haben wir dann nachher nochmal ein Sicherungs. Da ist das Loch. Ja. Sicherungsstift und last but not least jeweils 2 Stück Katzenaugen. Die roten für hinten und die weißen nach vorne, glaube ich. ja, und ganz wichtig, ja, die werden hier mit so Tütchenschräubchen werden die festgemacht. Und was ich euch noch zeigen muss, das ist ja bei 130 Euro kann man mal Werkzeug erwarten, oder? Ne? Hier ganz spezielles Werkzeug, irgendwie so ein Imbus, ja, ne? Ja, wild bewegen. Und damit wir dann die Mutter nachher richtig anziehen können, diese spezielle 19er. Maulschlüsselwerkzeug. Ja, ist das der Burner bei 130 Euro Supermaterial.
Ja, ne, die Rezession nagt, ich beiß zurück. So, das Wichtigste jetzt, ich muss ein bisschen Platz machen. Die ganze Gerödel hier. Also, das ist das Hauptteil. Ich blende nochmal eben um. Vielleicht sehen wir da ein bisschen mehr. So sieht das aus. Da sind auch schon so Sicherungsstifte, sind da mit dran. Und versucht das mal zu drehen. Jo. So, schalten wir wieder um. Wie gesagt, das ganze Zeug, bis auf die Räder, die waren so leicht draufgeschoben im Karton. Kontrollmonitor. So, und im Prinzip ist eigentlich, wenn alles dran ist, total einfach. Ne? Man klappt dann so hoch. Dann habe ich hier so eine Strebe. Die kann ich dann hier, habe ich so eine Vorrichtung, wenn nicht gerade das Band da drin ist. Kann ich da so einklemmen? Kann man halt überhaupt richtig sehen hier? Ich schalte noch mal um. So. Das könnt ihr nicht sehen. Jo. Also, hier. Ne? Hier ist so ein schwarzer Pinöppel. Ja, mein schöner Tisch hier. Der kommt dann hier so rein. Und dann habe ich hier. Ich hoffe, man kann das erkennen. Der Stift, der kommt dann hier oben rein. Wenn es denn ganz passt, wie das so ist. Ja, vorne die, wo der Sicherungsstift reinkommt, wo vorne der Sicherungsstift reinkommt, das ist alles Plastik. Nur die Stange selber ist Metall. Und dann kann ich das schon mal ein bisschen verkanten. Ja, was soll ich euch sagen? Kommt mal die Kamera aus, ging das hier ratzfatz. So, ich guck mal. Also. Wie gesagt, zusammen rein, Stecker drauf, also der Pinorek. Und dann hast du hier so ein Sicherungsteil, das kommt dann unten nochmal rum. Und dann blende ich euch mal eben ein Bild ein, wie das dann aussieht. Ja, ich habe mir mal eben Zollstock gekrallt, weil ich vertraue den Beschreibungen nicht so ganz, weil auf der Webseite, ich habe euch die unten natürlich verlinkt, könnt ihr auch nachschauen. Auf der Webseite steht, das Ding hätte 130 Liter, also als Volumen. Nein, weil hier auf dem Karton steht auch 120. Wenn die sich dann da schon vertun, dann messe ich doch lieber nach. Also ich habe hier, ich gehe jetzt von der Außenkante aus und dann ziehen wir da vielleicht, und die ganzen Mathematiker hier bei uns, die Stangen haben ungefähr 2 cm. Könnt ihr dann 4 cm jeweils abziehen. Also ich habe hier eine Außenlänge von 75. Ich gehe mal eben hier rum und da habe ich mit Augen zu 56 und die schicke Höhe liegt bei 29, 29,8 würde ich sagen. Also knapp 30 cm. Jo, kontrolliert die zweimal. Also ich habe jetzt hier an die Unterkante genommen. Ja, also 10 Kilo soll das Ganze wiegen. Das ist jetzt schon stabil, ne? Kann jetzt dran rumreißen. Aber ich zum Beispiel will das ja nur für den Einkauf später haben. Und das ist hier ja, Zeltstoff würde ich jetzt nicht so nennen. Ein bisschen dicker. Perfektes Nylon, würde ich sagen. Ne? Also so wie hier, das Regenzeug, vielleicht sogar ein Ticken dicker. Also es macht für mich auf jeden Fall schon mal einen wertigen Eindruck. Hört sich an wie ein Verkaufsgespräch hier. Ne? Nee, aber wie gesagt, bis jetzt bin ich davon überzeugt und auch von den Bewertungen. So, ich probiere nochmal hier mit der Kamera 2, wenn nicht gleich wieder alles ausfällt. Ich habe hier so kleine Haken, die sind mit einer Schraube fixiert, kann man das erkennen. Da kann ich dann Spanngurte oder was machen. Ne? Kann man das erkennen? Ich gucke noch mal, also ein bisschen. Ne? Und ja, der Boden, MDF-Platten kennt ja jeder. So, weiß ich nicht, schick normale MDF-Platte, was ist die? Also 3 bis 4, 5 Millimeter. Ne? Also das Ding soll 3 Millimeter sein. Ich will jetzt nicht sagen, man kann es durchdrücken. Weil wir haben ja. Ich drehe doch mal um. Da sind ja ein paar Strebungen drin. Ne?
Und ich denke mal, wenn man das Gewicht anständig verteilt, dann sollte es eigentlich länger halten. Nur noch mal hier in groß. Also klar, ich kann hier schon durchdrücken. Wer auf Nummer sicher gehen will, oh, am Mikro hängen geblieben, auch nicht schlecht. Wer auf Nummer sicher gehen will, so wie ich, dann mache ich mir noch eine dünne Platte hier noch mal oben extra drauf. Und dann, oder von unten, wie auch immer, weil dann könnte man ja, wenn man ein bisschen handwerklich Geschick hat, weil da ist nämlich kein Handhebel, sage ich mal, dass man den dann später als Handwagen benutzt. Weil wenn ich dann hier so ein Holzding noch drunter mache an die Verstrebungen, dann kann ich ja, ne, irgendwie so eine Halterung und dann kann ich den eventuell auch, weiß ich nicht, zu Fuß, wenn du hier um die Ecke irgendwas hast. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich drehe das Ding dann jetzt, also ich finde es stabil bis jetzt. Und ja, bis jetzt ganz okay. Bisschen Palaver muss sein. So, hier sollen irgendwo die Räder dran kommen. Ah, hier. Ja, genau. So, da gucken wir mal, dass wir die Dinger hier abkriegen. Also, ich kann hier den Stift hier. Ich weiß nicht, ob man da wirklich erkennen kann. Ne? Ich schalte noch mal um. Ne? Sieht man da rein? Also, das ist einfach ein Stift mit nochmal so ein Sicherungsding hier. Da kann man jetzt wirklich viel erkennen. Mache ich euch auch ein Foto von. Und dann kommt der so rein und dann nochmal hier gesichert. So, dann ziehen wir das Ganze erstmal hier ab. So könnt ihr gar nichts sehen, weil ich muss das jetzt so machen. So, so. Ja, macht da Vollbild oder was? Ich weiß es nicht. So, dafür habe ich die Dinger hier. Diese Achsen. Und dann habe ich mal richtiges Werkzeug, ne? So. Kann man das erkennen? Ich hoffe. Ich hoffe. So. Da ist ein schwarzes Trennteil drin. Das ist so. Ich denke mal schon, ob man das soeben erkannt hat. So als Stopper, denke ich mal, wird das sein. So, dann fummeln wir den ganzen Kram hier mal rein. Gucken, ob das Loch übereinander liegt. Der Sicherungsstift. Ah, Fummelskram, da ist ja wieder was für mich, ne? Ne? Ich sehe nichts. So, ich habe jetzt hier den 15er, den 19er Maulschlüssel. Den werdet ihr wahrscheinlich auch haben, weil ist dann einfacher, weil die waren doch ein bisschen fest, die Muttern. So, und dann habe ich dann eine Unterlegscheibe. Brauche ich ja nicht zeigen. Und so ein schwarzes Ding hier. Ja, gehört da irgendwie mit zu. So, dann nehmen wir einfach das Rad. Da von der Katzenauge hinten der Punkt ist, denke ich mal, kommt das dann nach hinten. Und dann einfach. Perfekt. Einfach drauf. So, das Schwarze war zuerst drauf, dann kommt das Schwarze wieder als erstes drauf. Dann die Unterlegscheibe. Muss ich euch wahrscheinlich auch nicht erklären. Ich schraube das eben dran. Zeige euch auch ein Bild. Bis gleich. Ja, die Räder machen ein leichtes Geräusch. Ja, ein bisschen Fett dran oder dieses Spray-Zeug da, WD-40 oder was, dann sollte das eigentlich weg sein. Minimalspiel. Das andere Problem ist, wenn ich die zu fest knall, dann rollen die gar nicht so wirklich. Also irgendwie ist das anders als beim normalen Fahrrad. Aber wird sich zeigen, aber so macht doch mal Palaver. Aber so ist das eigentlich okay erstmal. Ich denke mal, da fehlt ein bisschen Öl und dann rollen die auch länger. Alles andere werde ich dann morgen beim Einkaufen, weil da habe ich dann auch die Kamera bei, weil nur zusammenbauen ist ja langweilig. Ne? Natürlich, wenn das hier fertig ist, dann auch, wie das im Betrieb ist. So, Foto habt ihr gesehen. Dann kommen jetzt diese, ja, diese Dinger hier. Ich weiß echt nicht, wie die heißen. Radschutz? Na, sind wir. Können wir mal sehen, ich muss noch mal da drüben gucken. Ne? So, die kommen jetzt hier in die vorgestanzten Löcher. Hier. Und dementsprechend dann auch auf der
anderen Seite da runter wahrscheinlich zum Rad hin, denke ich mal, ne? Ja, macht mehr Sinn. Ja, dann sehen wir uns auch gleich, ne? Also reinschieben, drauf machen und dann passt schon. Ja, nach fest kommt ab. Ich habe das hier mit dem Spezialwerkzeug gemacht. Ja, mache ich euch auch noch eben schnell ein Foto. Ja, Bild habt ihr gesehen. Dann kommen wir jetzt. Schau mal, die Deichsel ist schon dran. Wir machen ja mal die schicken Katzenaugen. Also Bild habt ihr gesehen und weiß nicht, ob man dann auf dem Bild auch erkennt, die Muttern, da muss man nicht gegenhalten, weil die haben so passendes Loch, hat die Ganze sich nicht mitgedreht. So, ich schraube dann jetzt hier mal so, ne, die komischen Dinger hier dran. Ja, wir drehen mal das einmal um. Oh, hat aber schon. Also, der Hänger ist für meine Arbeitsplatte. Die ist 50 breit, tief. Ne? Ja, passt ja wunderbar drauf. Kann mich ja prima arbeiten. Also, ich glaube, ich muss ja noch mal drehen. So, das sind hier die Löcher. Einmal umschalten, bitte. Genau, so, das sind hier die Löcher. Da kommen dann, wie gesagt, das ist vorne. Ne? Ja, genau, da ist dann nachher für die Aufhängung. Das ist vorne, das andere ist dann praktischerweise hinten. Ja, wer sich das ausgedacht hat. So, und dann kommen hier jetzt quasi die weißen Dinger dran und hinten mache ich eben die roten. Ja, kann sein, dass die nicht genau in Waage sind. Man weiß es nicht genau. So, und die andere Seite zeige ich dann auch. So, ja, ist ja soweit alles wunderbar. Ja, dann kommen wir jetzt zur Deichsel, weil mehr habe ich nicht. Mal eben die Folie ab. Ach so, fällt mir gerade ein. Für die Deichsel und die Verbindung zum Fahrrad, wo ich dann nachher einfach nur drauf schiebe, habe ich euch ja gar nicht gezeigt, ne? Ja, ich habe nach dem Auspacken Kollegen das Ding in der Hand gedrückt und der hat das für mich am Fahrrad festgemacht. Im Prinzip ist das eigentlich total easy, weil ich habe zum Beispiel einen Schnellspanner. Das heißt, auf der einen Seite die Schraube losmachen, den Stift komplett rausziehen. Effektiv ist es dann, einmal den Schnellspanner zu wechseln. Also das heißt, wo die Kupplung quasi drauf kommt, nicht da, wo der Schnellspanner ist, sondern an der Mutter. Weil dann, ja, ich zeige euch ein Bild und dann seht ihr auch, dass da eine kleine Rundung ist, perfekt für die Mutter. Und deswegen dann einmal drehen, falls der Schnellspanner auf der Seite ist, wo die Kupplung dran soll. Eben immer Bild. Hier habe ich ja schon gesagt, hier ist so ein kleiner Pin. Ich zeige es gerne nochmal. So, da sind wir. Sind wir da? So, also das ist der Pin. Der ist schon mal so als Sicherung. Und einmal hier in das Loch kommt dann gleich der Stift. So, ja, bleiben wir direkt hier bei der Kamera. Und zwar, jetzt muss ich wieder Seitenverkehr denken. Der kommt dann so rein. Genau, hier ist auch das große Loch. Kann man erkennen hier bei der Kamera 2. Da kommt gleich der Stift rein. Wofür jetzt das zweite Loch hier ist, kann ich euch nicht sagen. So, das heißt, ich schiebe den jetzt da irgendwie so rein, drückt den Pin hier rein oder auch nicht. Na, komm schon. Ja, wie das so ist. So, der Pin ist drin. Und dann schiebe ich jetzt hier gleich den Sicherungsstift. Wie ich habe gesagt, wir müssen das Loch hier nehmen. Dann stecken wir den jetzt so da durch. Och, zum ersten Mal geht was ganz einfach. Und dann wird der hier rüber gehoben. Und auf der anderen Seite guckt natürlich ein Stück raus. Da wird das dann hier, kann man das erkennen? Ich gucke mal eben auf meinen anderen Monitor. Aber hier ist so ein kleines Loch, wie bei den anderen auch, drüber. Und dann wird der drüben auf der anderen Seite einfach drüber geschoben. Klack, eingehakt. Hier ist alles tutti. Sehr schön. So, dann komme ich wieder rum. Und im Prinzip war es das. Der Schraubenzieher ist aus der Werkzeugkiste. Der war natürlich nicht dabei, weil da gehen die wieder von aus. Jeder hat einen Schraubendreher.
Also, okay. Nein, wackelt hier alles ein klein wenig. Ja, warum auch nicht? Weil eine Brücke wackelt ja auch. So, ich guck mal, ob ich da noch ein bisschen drehen kann hier, ohne Randale zu machen. So, kann man schnell bleiben in die Hälfte. Was ist denn da runtergefallen? Ja, super, mein Mikro ist weg. Ah, schnell dran. Akku haben wir auch noch. Ton ist noch da. Wunderbar. Genau, vorne. Ich guck mal, ob ich das hier auf der Kamera 2 so drauf kriege. So. Also, das Sicherungsband und vorne, denke ich mal, kann man bestimmt erkennen, wo der Stift drin ist. Der wird dann herausgezogen, auf die Kupplung gesetzt, reingeschnappt und das Sicherungsband, ich schalte mal eben wieder um, und das Sicherungsband kommt dann hinten um den Fahrradrahmen. So, wir drehen das Ganze mal. Na. So. Ah, andere kochen in der Küche. Also. Okay, das hat ein bisschen wackelt, ist normal. Die Dinger sind alle fest. Also ich bin immer noch ein bisschen, da können wir glaube ich wegschmeißen, ne? Oder hier im Karton. Ich bin immer noch ein bisschen überrascht. Also wie gesagt, hier mit dem Boden, ich weiß bloß nicht, ob von oben oder von unten, werde ich mir da noch was dran machen. Weil ich habe Angst, wenn da ein Bierkasten oder was drin ist, ne? Dann, ich weiß es nicht, ne? Also, weil ich fange auch schon mal für meine Mutter einkaufen. Apropos fahren, in meinem Auto habe ich immer hier eine Kiste gehabt, die war dann im Kofferraum. Ich sag euch mal eben so grob, dass da 53 cm ist die. Ist sie lang, dass ihr einen groben Überblick habt. So, die habe ich immer schön im Kofferraum gehabt. Und eigentlich, ja okay, es sieht jetzt so aus, als würde die nicht passen. Aber wie das ja ist, man kann so ein bisschen biegen. So, wenn das alles jetzt wunderbar klappt, geht die auch rein. So, ne? Obwohl, ja genau, hier ist die Achse. Das heißt, man sollte eigentlich das Gewicht etwas nach hinten verlagern. Also ich habe gemessen. Ja, und die passt. Könnt ihr erkennen, ich gucke mal immer auf meinen Kontrollmonitor, also die passt da rein. Und auf dem Beifahrersitz, wenn meine Mutter jetzt mal nicht mit war, ja, immer so, hallo, einen kleinen gehabt, einen kleinen Korb. Wenn ich das jetzt hier so die Verriegelung mal nach außen mache, ja, sieht grob aus, ich weiß. So, aber hier oben ist halt noch ein bisschen. Es passt aber, ne? So. Und die kleine Kiste, die ist minimal kleiner. Die hat eine 48er mal 34. Hier habe ich vorhin gesagt 53, ne? Ja, 52,5. Weil die jetzt ein bisschen gequetscht ist. Sieht man hier. Ja, aber ich würde das eh so lassen. Und die hat eine Breite von knappe 37,5, ich sag, ne? Ja, 37,5. Also, so werde ich morgen einkaufen fahren. Es passt, es rappelt nichts. Das mit der Kupplung habe ich euch gerade ein Bild gezeigt. Ja, die Kiste könnte, ne, ein Zentimeter kleiner sein, vielleicht finde ich ja sowas. Aber passt, passt. So, dann, so, das ist ja alles, was war das nochmal? Wie hieß das nochmal? Stahlrohr? Leichtes Stahlrohr. Haltbaren pulverbeschichteten Stahlrahmen. Hergestellt aus leichten haltbaren. So, sagen wir mal, ich habe jetzt hier, ich will Sperrmüll wegbringen. Ja, kein Schrank. Ich meine, so kleine Sachen, eine Stehlampe zerkleinert oder was weiß ich. Irgendwas, keine Ahnung, was man damit halt transportieren kann. Ja, dann kann man hier auch Spanngummis dran machen und einmal drüber, drüber, drüber. Von mir aus auch von hier nach da. Ne? Und ja, dann
achtmal drum gewickelt oder so. Ihr kennt euch da bestimmt genauso aus. Ihr seid wahrscheinlich genauso bekloppt wie ich. Vollpacken, hochpacken. Ja, und dann fahre ich mit dem Fahrrad zu meiner Schwester nach Österreich. So, designtechnisch haben wir natürlich jetzt hier die Kappe, Schutzhaube. So, machen wir mal hier so grob drüber. Nein, nicht grob, wir machen das richtig drauf. So, ich habe gesagt, wir haben hier vorne Klettverschluss. Dementsprechend hat der da, wo dran soll, auch einen Klettverschluss. Da ist jetzt kein Spanngummi drin, wie beim Spannbetttuch. Spannbetttuch beim Bett. Da kann man ja nochmal einen Meter ziehen. Ist jetzt hier nicht, aber ich weiß jetzt nicht, wie das da drüben aussieht. Ja, da sieht das auch gut aus. So, genau, hier ist der Kletter. So. Was soll ich sagen? Optisch ein Highlight, ne? So, das Einzige, was ich mich jetzt noch frage, das habe ich leider nicht gefunden. So, Fähnchen. Das Fähnchen muss ja auch irgendwo hin. Und meistens soll das ja nach hinten, ne? Das habe ich noch nicht gefunden. Oder kommt, ja, nach innen kann ja nicht, weil da ist ja die Haube drauf. Also, ich habe keinen Plan, wo die hin soll. Ja, ich habe es gefunden. Dafür muss ich rumkommen. Dafür schalte ich euch wieder auf die Kamera 2, damit ihr das seht. Weil da ist hier der Stoff. Da ist hier was aufgenäht und da kann ich den dann reindrehen. Kann man erkennen? So, bis ganz nach unten. Ja, ist so weit drin. Wunderbar. So, ich komme wieder rum. Ja, und entweder ich stecke nur dieses Ding hier rein, dann ja, ist ein bisschen wahrscheinlich zu niedrig. Oder ich stocke den ganzen Quatsch hier oben drauf, wickel das da oben ab. Kennt ihr ja. So, das heißt, ich ziehe den ganzen Quatsch jetzt wieder raus, direkt an die Decke, direkt eine Macke, direkt Farbe. Plupp. So, ja. Transportmäßig, ne? Wir müssen natürlich nicht alles auseinandernehmen. Nein, nicht alles. Also, wenn ihr natürlich eine Garage habt, schiebt da rein. Also ich würde dazu machen, ich habe leider keine, würde ich da reinschieben und dann Deckel zu, Affe tot. So, für die Leute wie ich zum Beispiel, steht nochmal eine Mietswohnung. Der Keller ist mit eurem Gerümpel ja eh schon voll. So. Raus mit die Körbe. Ja, was schwer reingeht, geht auch wieder schwer raus. Auch nochmal. Ja, ohne Verletzungsgefahr. Ach, guck mal. Also beim nächsten Mal nicht hämmern. Leicht reinlegen, runterdrehen. Also bei meinem Fall jetzt. Haben wir noch Ton? Haben wir noch Ton. So, also man dreht das eigentlich nur um. Die Deichsel habe ich schon abgemacht. Ist ja ganz easy, den Stift rausziehen. Und dann den Knöpfchen drücken, rausziehen, Stift wieder rein. So, und das gleiche machen wir hier auch. Ne? Wir haben hier, ich vergesse immer umzuschalten. Kann man mich da besser sehen. Ne? Das Ding hier einfach hochziehen, rausnehmen. Ich ziehe den ganzen Quatsch hier ab. Damit das hier nicht so rumrödelt. Steckt er das wieder da rein oder auch nicht? Ja, kommt immer darauf an, wie dick eure Finger sind. Mal geht das schnell, mal geht das nicht so schnell. So, der Stift wieder da drauf. Dasselbe da drüben natürlich auch. So, abziehen. Ja, ich muss ja jetzt ein bisschen schieben hier. Mein Gott. Ey. Ja, man könnte da vielleicht ein bisschen Öl oder was dran machen. Ob das Sinn macht, weiß ich nicht. So, der Knopf da rein. Wir drehen halt so lange, bis das richtig rum ist und dabei wieder rauskommt. So, das war's, ne? So, den drehen wir mal eben. Ach, der geht gar nicht ganz rum. Ich habe gedacht, der könnte mal jetzt ganz rum machen. Aber schade, 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 schade. Oder vielleicht doch? Komm, so viel Zeit muss sein. Ja. Wir lassen dann runterhängen, die lassen wir schön drin. Dann drehen wir das Ganze.
In der Hoffnung, dass wir hier ganz viele Kratzer machen. Dann kann ich mir ja eine neue Platte kaufen. So, und dann, wie am Anfang auch, ne? Ich mache dann hier die Sicherungsstifte einfach ab. Ich hoffe, man kann mich noch verstehen. So, da ist ab, dann gegenüber, schräg gegenüber. So, ziehen wir raus. Dann kann man den ja hier rausnehmen. Und hier kann ich den auch rausnehmen. Kann man noch alles erkennen? Ich will es doch hoffen. So, und dann halte ich den ganzen Quatsch hier einfach so zusammen. Ich bin Gott sei Dank noch auf Kamera 2. Ich hoffe, man konnte alles erkennen. So, so ein bisschen ordnungsgemäß. So, und dann lege ich die zwei Räder hier oben drauf. Oder auch nicht. So. Hält mal aus. So, und die schiebe ich hier rein. Schwuppdiwupp. So, das war's. Ne? Na gut, ich würde das nicht wieder im Karton packen, weil, ja, obwohl, kommt drauf an, wie lange ihr das nicht braucht. Doof ist, ihr habt ja jetzt hier die Dinger dran, die wollt ihr nicht nochmal abmachen und später wieder dran machen. Nein, aber so, und dann kann ich das einfach so, die Deichsel muss ja mit, so, und dann kann ich das so einfach, ne, Platz sparen, wegpacken. So, und das war jetzt, weiß ich nicht, war das eine Minute, war das anderthalb, ich weiß es nicht genau. Aber es geht ratzfatz. So, dann packe ich das im Keller irgendwo, wo ich noch dran komme und wo halt Platz ist. Also Platz sparen. So, ja, bis hierhin sage ich schon mal danke fürs Zuschauen. Es geht natürlich weiter. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt in zwei Teile mache, kann natürlich sein, aber ihr werdet alles gleichzeitig sehen können. So, morgen fahre ich einkaufen, einmal für mich, einmal für meine Mama. Und deswegen auch heute so vorgestellt mit die zwei Körbe. Und wie das vonstatten geht, ich hoffe, es regnet morgen nicht. Ah, ich habe eine Haube, aber ich will ja stapeln, kennt ihr mich ja. So, wir haben jetzt irgendwann mit kurz vor 10, 5 vor 10. Für die Leute, die nur den Aufbau sehen wollten, sage ich danke fürs Zuschauen. Und die, die den zweiten Teil dann auch sehen möchten, wie ich damit draußen morgen ein bisschen einkaufen fahre, da sage ich dann mal bis morgen. So, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wie auch immer. Wir sehen uns auf jeden Fall. Ciao, euer Meise.